Hallo, herzlich willkommen zu Session 4 von unserem diesjährigen Open House. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Sami Bilgic und ich stelle Ihnen heute mit meinem Kollegen Raphael Pfeffer die Session 4 mit dem Titel Continuous Data-Driven Development and Validation in the Cloud vor. Damit möchte ich auch gern direkt an meinen Kollegen übergeben. Ja, danke Sami. Datengetriebene Entwicklung. Ein fast schon modischer Begriff in der letzten Zeit in der Branche. Und da möchten wir auch direkt mal einsteigen. Was hat es denn damit auf sich? Und da gucken wir uns vielleicht erstmal an, ganz abstrakt, wie traditionelle Automobilentwicklung ausschaut. Und im Prinzip kann man davon ausgehen, dass in traditionellen Entwicklungsprojekten immer von gewissen Anforderungen ausgegangen wird, mit klar definierten Bedingungen, die letztendlich zur Entwicklung des Systems führen und gegen die am Ende auch getestet wird und auf der Basis dann die Freigabe erfolgt. Zukünftige Automobilentwicklungsprojekte unterscheiden sich an der Stelle dramatisch. Warum ist das so? Nun ja, wir haben keine klar definierten Anforderungen mehr bei Beginn des Projekts, sondern wir bekommen diese Anforderungen erst, leider Gottes, im Verlauf des Projekts. Das heißt, wir sind gezwungen zu adaptieren, wir sind gezwungen, unseren Freigabeprozess iterativ auf neue Anforderungen abstimmen zu können, um dementsprechend sicher sein zu können, dass wir auch all das getestet haben, was wir testen müssen. Und wer es noch etwas abstrakter mag, habe ich hier nochmal eine Darstellung mitgebracht. Letztendlich haben wir drei Zielgrößen. Wir haben die Spezifikation, wir haben die Implementierung und wir haben die Marktanforderungen. Und klassischerweise, da sind wir wieder bei dem eingangs vorgestellten Vorgehen, können wir mit Vorgehensmodellen wie dem V-Modell ganz einfach letztendlich Implementierung gegen die Spezifikation abtesten und am Ende die Freigabe machen. Mit sich verändernden Marktanforderungen brauchen wir neue Vorgehensmethoden, zum Beispiel agile Methoden, agile Entwicklungsmethoden oder eben auch datengetriebene Methoden, die es ermöglichen, aus den Anforderungen des Marktes, zum Beispiel die Spezifikation abzuleiten. Und das alles mit dem Ziel, letztendlich diese drei Zielbereiche in Einklang zu bringen. Wenn wir jetzt ins Detail gehen, wollen wir hier den kompletten Workflow betrachten, der bei so einem Entwicklungsprozess zum Tragen kommt. Und wir haben hier mal ganz stereotypische Beispiele mitgebracht, welche Rollen letztendlich dort enthalten sind. Wir haben hier einmal den Software-Developer mit dem Namen Gabriel GitLab, der letztendlich den Kern der Entwicklung darstellt, der im Prinzip den Code entwickelt, der die Funktionen schreibt. Wir haben dann unseren Test-Engineer, den Jim Jenkins, der letztendlich die Funktionen, die Gabriel geschrieben hat, testen soll. Wir haben unsere Samantha Scenario, unseren Test-Designer, die letztendlich die verschiedenen Bedingungen in valide Test-Cases übersetzen soll. Und wir haben unseren Simulation Engineer, der letztendlich drumherum den virtuellen Prototypen zur Verfügung stellen soll. Und wenn wir nochmal detaillierter drauf schauen, stellen wir fest, dass diese verschiedenen Rollen verschiedene Ziele haben. Verschiedene Ziele und verschiedene Herausforderungen. Zum Beispiel der Software Engineer, der hat das Ziel, natürlich seine Funktionen in Code zu bringen und später auch ins Fahrzeug. Und er möchte oder hat die Herausforderung, dass er möglichst schnell, wenn er eine neue Iteration geschrieben hat, auch entsprechendes Feedback bekommt. Auf der anderen Seite den Test-Engineer, der vor der Herausforderung steht, ständig die richtigen Test-Cases für die richtigen Funktionen zu liefern und diese Test-Cases auch kontinuierlich mit zu integrieren. Den Test-Designer, der letztendlich die Aufgabe hat, verschiedene Test-Cases aus verschiedensten Anforderungen oder zum Beispiel auch aufgezeichneten Daten, was wir später noch sehen werden, abzuleiten und diese entsprechend oder in dem Kontext verschiedener Daten oder Formate auswerten zu können. Und letztendlich den Simulation Engineer, der zu jedem Zeitpunkt virtuelle Prototypen bereitstellen muss, die up-to-date sind. Wir haben in den vorigen Sessions schon unseren Workflow gesehen, wie er grundsätzlich aussehen könnte in einem CI/CD-Prozess. Und wir sehen hier ausgehend von den Anforderungen, die sozusagen immer iterativ bereitgestellt werden können, wird gecodet, es werden Modelle gebildet, die letztendlich
dann in den virtuellen Prototypen integriert werden. Der virtuelle Prototyp wird gebaut, wird getestet, wird erstmal validiert, ob er überhaupt geeignet ist, für den Test der Funktion bereitstehen zu können. Wir releasen dann den virtuellen Prototypen in unsere virtuelle Flotte, deployen das Ganze und bringen es dann in die Cloud, um dort effizient unsere Szenarien und Testcases durchzuiterieren und schauen uns dann die Ergebnisse an, um auf Basis dessen dann den nächsten Entwicklungsschritt durchführen zu können. Der erste Schritt ist letztendlich die Funktionsentwicklung. Das heißt, wir haben verschiedenste Funktionen natürlich in so einem Fahrzeug und wir haben verschiedenste Entwickler, die hier beteiligt sind. Also wir haben die verschiedenen Komponenten und wir haben jetzt vielleicht exemplarisch hier unseren Gabriel GitLab, der entsprechend, nehmen wir mal an, für eine Highway-Pilot-Funktion zuständig ist. Und so eine Highway-Pilot-Funktion besteht wiederum natürlich aus verschiedenen Komponenten. Das heißt, wir reden hier de facto nicht von einem Gabriel GitLab, sondern vielleicht von vielen, die entsprechend diese Funktion bedienen müssen. Das heißt, wir haben verschiedene Komponenten, wie zum Beispiel die Sensorfusion. Wir haben die verschiedenen Teile der Funktion, die für die Längsregelung zuständig sind, für die Querregelung. Und entsprechend aus diesen Bestandteilen sich zu dieser übergeordneten Highway-Pilot-Funktion ergeben. So, diese Aufgabe dieser Funktionsentwickler ist nun also entsprechend ihre entwickelten Codefragmente in ein gemeinsames Repository zu committen, zum Beispiel in ein GitHub-System und parallel dazu die Weiterentwicklung der Modelle in ein übergeordnetes Modellverzeichnis zu überbringen. Und wie das ausschaut, zeigt uns jetzt im nächsten Schritt der Sami. Ja, danke, Raphael. Ganz genau. Jetzt geht es also daran, wir haben eine Funktion, die getestet werden muss von unserem Gabriel GitLab. Der entwickelt diese Funktion, er möchte sich jetzt eigentlich gar nicht so sehr mit dem Testen selbst auseinandersetzen. Das heißt, er braucht erstmal einen vorvalidierten virtuellen Prototypen. In unseren Sessions, vor dieser Session haben wir ja schon gesehen, wie dieser Prototyp zusammengestellt werden kann. Und jetzt geht es eben darum, dass er auf diesen Prototypen zugreifen kann. Das heißt, in unserem Beispiel-Workflow stellt jetzt unser Simulationsingenieur Vincent Virtual unseren virtuellen Prototypen entsprechend zur Verfügung. Und unser Entwickler Gabriel GitLab konfiguriert nun seine CI/CD-Pipeline, in unserem Fall ist das jetzt hier Jenkins, was ja häufig genutzt wird, entsprechend um diesen aktuellsten virtuellen Prototypen, der entsprechend vorbereitet wurde, in den Testprozess reinzuziehen. Das heißt, sobald der Funktionstest ausgelöst wird, während des Aufbaus, wird quasi live über einen API-Call zu unserer virtuellen Prototypenflotte, zu dem Tool, was wir ja schon gesehen haben, dieser virtuelle Prototyp gezogen. So ist sichergestellt, dass immer die aktuellste Version verfügbar ist. Aber unser Prototyp besteht ja nicht nur aus dem passiven Fahrzeugmodell, sondern eben auch aus den weiteren Teilmodellen. Das könnte beispielsweise ein transientes Lenkmodell sein oder ein ESC-Controller-Ersatzmodell, was eben auch notwendig ist, um diesen Prototypen eines Highway-Pilots seitens Gabriel GitLab entsprechend zu testen. Das heißt, diese Modelle müssen auch immer in ihrer aktuellsten Version verfügbar sein. Und da kommt jetzt auch unser Model Repository wiederum ins Spiel, was wir heute schon gesehen haben. Die anderen Entwickler pushen jeweils zwischen Release-Versionen von ihrer aktuellsten Version ihrer Submodelle in diese Modelldatenbank. Und diese stehen dann entsprechend zur Verfügung. Und auch die werden dann während des Builds quasi live in der aktuellsten Version heruntergezogen und in den virtuellen Prototypen integriert. Die Funktion, die selbst getestet wird, die Function under Test, die wird dann aus GitHub heraus von Jenkins automatisch gebaut und zusammen mit den anderen Teilmodellen wird dann eine neue Executable gebaut, die dann den validierten virtuellen Prototyp darstellt, mit dem dann getestet werden kann. Zusammengefasst kann man also sagen, für diesen Teil des Workflows haben wir einen automatisch aufgebauten, vorvalidierten virtuellen Prototypen mit den aktuellsten Modellen, den aktuellsten Daten, den aktuellsten Parametern,
mit dem eben sichergestellt wird, dass diese Funktion entsprechend getestet werden kann. Jetzt möchten wir uns das Ganze einmal in einer kurzen Demo anschauen, wie das aussieht. Das heißt, hier sehen wir jetzt wieder unsere App-Suite. Wir gehen jetzt mal in den Schritt Virtual Vehicle Build hinein und hier schauen wir uns zuerst die virtuelle Fahrzeugprototypenflotte an. Das heißt, wenn wir die öffnen, wenn Sie die anderen Sessions verfolgt haben, kommt Ihnen das Ganze schon bekannt vor, können wir jetzt hier hingehen und unser Gabriel GitLab, der braucht unser Projekt Company Car und wir entscheiden uns jetzt hier dafür, dass er das batterieelektrische Fahrzeug, diese Variante eben baut. Das heißt, wir können jetzt hier einfach filtern, das kann Gabriel GitLab auch selbst machen, er braucht da keine besonderen Vorkenntnisse über CarMaker. Und er nimmt zum Beispiel ein Transient Steering System, das heißt, es ist ihm wichtig, dass dieses Teilmodell integriert ist. Er kann dann hier sehen, es gibt diese verschiedenen Varianten der Prototypen. Und er nimmt den mit der größten Modellreife und kann dann nochmal in dieser Übersicht entsprechend anschauen, inwieweit denn alle seine Funktionen hier abgedeckt sind. Kann bei der Modell Quality auch sehen, ist der Prototyp denn in dem oder jenem Bereich überhaupt valide. Und wenn er dann damit zufrieden ist, kann er dann diesen Prototypen dann verwenden in seinem Skript. Auf der anderen Seite mit dem Model Management im Model Repository passiert genau das Gleiche. Hier könnten wir nochmal schauen, beispielsweise, was gibt es überhaupt für Modelle. Oder wir gucken uns jetzt nochmal vielleicht das Transient Steering Modell an, was als aktives Untermodell hier verwendet werden soll. Das heißt, wir filtern nach Lenkmodellen und dann sehen wir eben wieder für unsere Variante, die wir hier verwenden wollen, was gibt es da überhaupt für Modellstände und dementsprechend können wir hier nochmal sehen, das ist das Modell, was bei uns eingebaut werden würde dann automatisch und hier ist auch schon die Parametrierung vorhanden. Das heißt, mit diesem Modell können wir dann entsprechend direkt starten. Ich hatte es eben schon mal gesagt, das Ganze wird dann automatisch gebaut über Jenkins. Wir haben für diese Demo dann ein paar Python-Skripte aufgebaut, die dann, das sehen Sie jetzt hier kurz eingeblendet mal, sobald der Push ausgeführt wird, der Push wird jetzt hier gemacht für unsere Highway-Pilot-Funktion auf Git, werden diese Python-Skripte entsprechend genutzt, um mit der Automatisierung in Jenkins die jeweiligen Schritte durchzuführen. Das heißt, diese Python-Skripte sind es jetzt schließlich die aktuellste Version vom virtuellen Prototypen und auch von den jeweiligen Modellen hineinziehen und der Build wird ausgeführt. Hier sehen wir jetzt links, der Push ist erfolgt und auf der rechten Seite sehen wir den Konsolen-Output von Jenkins jetzt mal zur Beobachtung. Und hier sehen wir, ich hoffe, man kann es lesen, hier sehen wir auch schon, wie die entsprechenden Teilmodelle entsprechend heruntergeladen wurden. Genau. Jetzt haben wir unseren vorvalidierten virtuellen Prototypen. Der nächste Schritt ist natürlich das Szenario. Ich brauche jetzt meinen Testfall, den ich eigentlich prüfen will. Ich brauche die jeweiligen relevanten Szenarien. Jetzt habe ich hier verschiedenste Möglichkeiten. Wir haben heute schon im Laufe des Tages verschiedene Varianten gesehen, wie wir denn überhaupt Szenarien bekommen können. Das heißt, wir konfigurieren unsere Jenkins-Automatisierung entsprechend so, dass der jeweils richtige Szenarienkatalog über ein Argument hier in dem Fall dann abgerufen wird. Die Szenarien kommen in unserem Beispiel-Workflow von Samantha Scenario. Sie verfolgt wiederum das Push-Prinzip, das heißt immer die aktuellste Version und die genaueste Version von dem Szenario wird auf die Szenario-Database oder andere Repositories hochgeladen und steht dann dort zur Verfügung, sodass Jenkins zum Zeitpunkt des Zusammenbaus, zum Zeitpunkt des Tests der jeweiligen Funktion dann dieses Szenario wieder über einen API-Call ganz einfach aus dem Repository, aus der Datenbank herausziehen kann. Das Ganze wird dann noch mit einem Skript, was in unserem Beispiel Jim Jenkins dann entsprechend vorbereitet hat, zusammengebaut, dass wir dann den Testrun auch kompatibel haben mit den jeweiligen Szenarios und weil wir das Ganze ja auf der Cloud ausführen wollen, wird das Ganze dann in einem S3-Bucket auf AWS entsprechend abgelegt, damit dann hier die
Ausführung direkt starten kann. Schauen wir uns den Workflow nochmal an. Das heißt, hier würde jetzt unser Entwickler Gabriel GitLab vielleicht wieder in die App Suite reingehen. Er könnte sich hier dann im Bereich Virtual Vehicle DevOps umschauen nach den Szenarios und würde hier entsprechend dann unsere Übersicht bekommen. Jetzt hat er ja einen Highway Pilot, den er entwickeln möchte. Das heißt, hier hat er erstmal eine sehr große Auswahl. Die Szenarios werden ja entsprechend automatisch getaggt, wenn sie hochgeladen werden. Und das ist jetzt der große Vorteil. Das heißt, er kann jetzt beispielsweise nach dem Land filtern oder aber auch nach der Art des Szenarios. Das heißt, wir wählen jetzt hier beispielsweise die Autobahn aus und sehen, hier haben wir einen Abschnitt von der A9 und diesen Abschnitt wollen wir jetzt entsprechend verwenden. Das heißt, unser Skript wird entsprechend konfiguriert und immer die aktuellste Version dieses Abschnitts steht dann zur Verfügung. Ja, und zum Thema Szenarien gebe ich jetzt wieder ab an Raphael. Danke, Sami. Genau, die Frage, die wir uns jetzt hier stellen wollen, ist, auf welche Art und Weise oder welche Möglichkeiten haben wir denn, um unsere Testdatenbank letztendlich zu befüllen? Wir haben ja gerade schon ein paar Beispiele in der App Suite gesehen, aber letztendlich geht es ja gerade auch darum, im Laufe des Entwicklungsprozesses neue Testmöglichkeiten bereitstellen zu können. Und genau für diesen Zweck gibt es verschiedene Ansätze. Und die sind mal auf dieser Folie zusammengefasst. Zum einen kennen wir den fast schon klassischen Ansatz, kann man sagen, das Ganze wissensbasiert aufzusetzen. Das heißt, ich habe eine Vorstellung davon, was ich testen möchte und nehme dann den schon bereits bekannten Szenario-Editor aus dem CarMaker und konfiguriere mir die entsprechenden Szenarien und Tests dort zusammen. Wir haben ja einen Einblick davon auch in der Session 2 schon gesehen. Wir wollen hier aus Zeitgründen auch gar nicht weiter darauf eingehen. Die andere Möglichkeit ist, dass wir auf Standard-Testkataloge zurückgreifen, die zum Beispiel in Protokollen definiert sind. Da gäbe es zum einen die Fahrzyklen, die entsprechend Vorschriften machen, was ich zu testen habe, aber auch Kataloge wie Euro NCAP oder die entsprechenden Gegenstücke aus den anderen Ländern, die schon einen relativ großen Fundus an Testcases zur Verfügung stellen. Und um dort mal zu zeigen, welchen Umfang wir dort bereits bieten, ist hier mal eine Zusammenfassung, die das darstellt. Wir haben mittlerweile eigentlich alle gängigen Varianten abgebildet zu den Protokollen zu Vulnerable Road Users, also im Bereich aktives Testen von Emergency Braking Systemen, aber auch Lane Support Systemen oder Speed Assist Systemen. Und wir haben aus dem Automated Driving Protokoll die entsprechenden Varianten zu Speed Assistance, ACC System, Steering Assistance und Collision Avoidance. Das sind die Protokolle, die aktuell gültig sind. Wir haben aber auch bereits abgebildet in unserer Testware die Protokolle zu den kommenden Generationen von Euro NCAP, also zu den entsprechenden Roadmaps. Und ich möchte hier ein kleines Beispiel zeigen zu dem Car-to-Bicycle-Storing. Und wir schauen uns das direkt mal im CarMaker an. Wie schaut das aus? Wir können ganz gewohnt über Load Test Run entsprechend das Package auswählen. Dann öffnet sich der entsprechende Testkonfigurator. Dort sehen wir auch die verschiedenen Pakete, die zu den entsprechenden Protokollen abgelegt sind. Und wir sehen dann entsprechend das Protokoll oder die Abläufe zu diesem Bicyclist, Door-to-Bicyclist-Szenario. Und wir sehen das hier auch schon im Movie geladen. Und was jetzt gleich passiert ist, wir haben hier zum Beispiel einmal den E-Scooter, der vorbeifährt, und einmal das Fahrrad. Und Sie sehen entsprechend, wie sich dann die Tür öffnet. Es lädt jetzt gerade noch eine Weile. Und Sie werden sich jetzt vielleicht gleich fragen, warum die Tür sich öffnet, nachdem der entsprechende Fahrradfahrer oder E-Scooter vorbeigefahren ist. Das ist letztendlich genau der Fall, wenn der Test richtig abgelaufen ist. Weil wir reden ja hier von aktiver Sicherheit, das heißt, die Funktion wird dahingehend getestet, dass entsprechend gewährleistet sein muss, dass die Tür blockiert, wenn sich ein Objekt in diesem entsprechenden Raum befindet, neben der Fahrerseite oder Beifahrerseite, entsprechend mechanisch blockiert oder zum Beispiel durch Audio oder visuelles Feedback den Fahrer warnt, sodass die Endriegelung erst im Idealfall dann erfolgt, wenn dieses Objekt das Fahrzeug passiert hat. Das heißt, diese Protokolle sind auch jetzt im CarMaker oder in den entsprechenden NCAP-Testware-Packages enthalten.
Gehen wir wieder einen Schritt zurück. Es gibt neben diesen genannten Möglichkeiten, Testfälle zu generieren, natürlich auch die Möglichkeiten, Testfälle aus entsprechenden Datenquellen abzuleiten. Und hier ist mal exemplarisch dargestellt, welche Möglichkeiten es dafür gibt. Also wir können einmal aus Fahrzeugmessungen entsprechend Szenarien ableiten, zum Beispiel auf der da zugrunde liegenden Objektlisten. Wir können aber auch Drohnendaten verwenden oder zum Beispiel auf existierende Unfalldatenbanken zugreifen. Wir können Infrastruktur auswerten. Wir können aber auch einfach existierende, der Community zur Verfügung stehende Datensätze benutzen, um entsprechend diese auf Szenarien zu durchsuchen. Wir haben auch das an anderer Stelle schon mal gezeigt. Ich möchte jetzt hier letztendlich nochmal auf den zugrunde liegenden Workflow hinweisen, den wir an der Stelle anbieten. Das ist unser Szenario Triple R. Und letztendlich stehen die drei R's für die drei Komponenten. Das eine ist das Record, das zweite ist das Replay und das dritte ist das Rearrange. Worum geht es da? Also letztendlich das Record bildet den Prozess der Aufzeichnung der Daten ab, die ja entsprechend aus diesen verschiedenen Quellen stammen können. Und letztendlich geht es dann darum, die entsprechenden Eigenschaften in von der Simulation nutzbare Formate abzulegen. Also für die statischen Komponenten zum Beispiel das RAW 5 oder auch OpenDrive als entsprechendes Format. Die dynamischen Komponenten können dann im Replay abgespielt werden, zum Beispiel indem man vorher die Trajektorien aus den Daten ausgewertet hat, oder aber auch Formate wie OpenScenario können dabei genutzt werden, um diese Replays letztendlich in die Simulation zu überführen. In der Replay-Phase reden wir dabei von Open-Loop-Simulationen. Das heißt, wir spielen genau das letztendlich in der Simulation ab, was wir in den Originaldaten auch gesehen haben, haben aber zeitgleich die Möglichkeit, durch Anreicherung der Daten, die zum Beispiel in den Simulationsmodellen enthalten sind, weitere Erkenntnisse zu ziehen. Und der letzte Schritt letztendlich ist das Rearrange, bei dem ich dann aus den Open-Loop-Simulationen auch Closed-Loop-Simulationen machen kann, wo ich entsprechende Manöver beispielsweise ableiten kann und damit dann auch entsprechend Varianten generieren kann, die dann zum Beispiel in Richtung kritische Testfälle getrimmt werden können. Als Beispiel für den Workflow habe ich mal etwas mitgebracht, was auf Drohnendaten basiert. Und zu diesem Zweck haben wir den Automatum-Datensatz mal hier herangezogen. Das ist ein zur Verfügung stehender Datensatz mit, ich glaube 30 Stunden Aufzeichnungen von Drohnen auf deutschen Autobahnen. Und man sieht hier letztendlich, dass hier aus der Vogelperspektive entsprechend diese Autobahnabschnitte gefilmt werden oder gefilmt wurden und letztendlich die entsprechenden Objekte, die dort enthalten waren, erkannt wurden und entsprechend abgespeichert wurden. Die Frage ist jetzt, wie kommt das Ganze in die Simulation und wie wird es dort nutzbar? Und wie ich schon gesagt habe, letztendlich haben wir zwei Komponenten, die dort wichtig sind. Einmal die statische Welt, die wie gesagt zum Beispiel dann in der RAW 5 oder im OpenDrive repräsentiert wird, die letztendlich die Fahrbahn und die entsprechende Umgebung beschreibt. Und eben die dynamische Welt, die jetzt in diesem Fall von Automatum in entsprechenden JSON-Files abgelegt wird, die letztendlich die verschiedenen Objekttrajektorien beschreiben. Diese Formate können wir direkt nutzbar machen in der Simulation. Und wie kann man sich das vorstellen? Wir können im Prinzip diese statische Welt automatisiert direkt reinladen. Wir können entsprechend auch diese mit unserer Szenario Triple R Toolbox die Objekttrajektorien direkt reinladen, sodass wir on the fly das entsprechende korrespondierende 2D-Replay aus dieser Top-View-Perspektive in der Simulation erzeugen können. Das Spannende an der Stelle ist jetzt, dass wir an der Stelle schon die verschiedenen Möglichkeiten nutzen können, die Simulation bietet. Das heißt, wir können natürlich jetzt auch dieses Replay so nutzen, dass wir entsprechend in die verschiedenen Fahrzeuge reingehen, dass wir das Ganze in die 3D-Perspektive bringen, dass wir entsprechend auch die verschiedenen Modelle nutzen können, die die Simulation uns praktisch per Default schon mitbringt, so dass wir entsprechende zusätzliche Informationen automatisiert aus diesen Datensätzen bereitstellen können. Und das ist dann nicht nur auf Ebene zum Beispiel der Bilddaten, das heißt nicht nur dieser Shift von diesen 2D-Top-View-Ansicht in diese 3D-Simulationsansicht, sondern das können dann entsprechend auch
wie man hier gleich sieht, Daten sein aus LiDAR-Sensoren oder anderen Sensoren. Das können aber auch Daten sein aus dem Fahrzeug, zum Beispiel, wie wir dann später in der Ergebnisauswertung noch sehen werden, Beschleunigungsdaten der Fahrzeuge oder Geschwindigkeitsdaten der Fahrzeuge, die sozusagen automatisiert in der Simulation direkt mitkommen. Und wie wir jetzt diese Vielzahl an Szenarien nutzbar machen können, da hat Sami uns wieder was mitgebracht. Ja, danke schön, Raphael. Ganz genau. Wir haben uns eben daran erinnert, wir haben unseren virtuellen Prototypen aufgebaut, wir haben die entsprechenden Szenarien nun verfügbar. Jetzt wollen wir auch die Funktion von Gabriel GitLab tatsächlich auf der Cloud testen. Das heißt, wir brauchen jetzt hier ein vorkonfiguriertes CarMaker-Image. In unserem Beispiel-Workflow wird dieses CarMaker-Image in einem Docker-Container von Vincent Virtual, dem Simulationsingenieur, aufgebaut. Auf der Cloud selbst haben wir dann ein AWS Lambda-Skript für die Ausführung des ganzen Tests, der ganzen Automatisierung auch, die damit einhergeht. Wir verwenden wieder ein S3-Bucket für die Speicherung der Daten. Und da, nun kommt der große Vorteil, wir haben jetzt eine variable Anzahl an Rechenkernen, an virtuellen, die uns hier zur Verfügung stehen. Das heißt, wir können hier mit quasi beliebig vielen Recheneinheiten parallel rechnen. Und das ist eben der große Vorteil der Cloud-Ausführung. Hier haben wir jetzt dann auch die Möglichkeit, über Nacht hunderttausende Kilometer durchzufahren. Und da zeigt sich überhaupt erstmal die eigentliche Stärke. Wenn die ganzen Tests dann durchgeführt sind, dann werden unsere Ergebnisse dann in die nächste Web-App von unserer Toolsuite gepusht. Das ist die Result-Management-App. Zeige ich dann auch nochmal gleich. Aber an der Stelle möchten wir jetzt erst nochmal einen Blick drauf werfen, wie das in der Demo denn aussieht. Das heißt, hier sind wir jetzt, wir machen in dem Fall eine AWS-Demo in der Amazon-Benutzeroberfläche. Wir sehen automatisch erzeugte Startup-Files von unserem Lambda-Skript und nachdem wir unseren Push auf GitHub gemacht haben und Jenkins die entsprechende Ausführung angetriggert hat, auf AWS sehen wir jetzt alsbald auch schon unseren Job hier zur Cloud-Ausführung entsprechend in der Pending-Schleife auftauchend. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, diesen Job auch zu tracken entsprechend, wie lange der noch läuft und wann der fertig ist. Da schauen wir jetzt auch einmal rein. Das ist jetzt unser Demo-Test-Run. Wir haben jetzt hier 800 verschiedene Testruns, die auf einmal ausgeführt werden, auf über 200 virtuellen Kernen parallel. Das sind jetzt in unserem Beispiel nur Beispieldaten mit sehr kurzen Testruns, deswegen geht es relativ zügig. Das heißt, nach ein paar Sekunden starten auch die Tests und wir sehen, eine große Anzahl an Tests wird eben parallel ausgeführt und die Ergebnisse werden entsprechend abgelegt. Nur noch mal zum letzten Teil der eigentlichen Evaluierung der Ergebnisse. Das heißt, Gabriel GitLab hat eigentlich von unserem Gesamtworkflow nur den ersten Schritt mitbekommen, so richtig, nachdem er das initial eingerichtet hat, unsere Funktion, hat er jetzt in seiner produktiven Arbeit eigentlich nur den Push seiner Funktion auf GitHub gemacht. Alles andere ist im Hintergrund gelaufen bisher, aber jetzt möchte er eben seine Ergebnisse analysieren. Und auch da muss er nicht erst umständlich die Ergebnisse einzeln auf seinen Rechner herunterladen und die aufbereiten, sondern die stehen jetzt ihm einfach durch den Webbrowser hindurch zur Verfügung. Nicht nur das, wir können auch automatisiert KPIs berechnen, Reports generieren, die mir den Fortschritt ausgeben von unserer Entwicklung, für ein Tracking, fürs Management beispielsweise, oder aber auch ganz einfach, falls Gabriel GitLab sich nur auf GitHub bewegen möchte, können wir ihm hier das Merging von einem Bad Branch hier verweigern, in dem Fall über Jenkins. Und schließlich, wenn er denn die Web-App benutzt, dann stehen ihm da die Möglichkeiten zur Verfügung, das Ganze zu analysieren, die Daten visuell zu filtern, Plots und Statistiken abzurufen. Und wie das aussieht, schauen wir uns nochmal an. Hier gehen wir jetzt also wieder rein. Wir sind wieder im Teil DevOps unterwegs und wir gehen diesmal nicht auf Szenarios, sondern auf Results und unsere Result Management App
öffnet sich. In dem Fall haben wir jetzt wieder unsere Testdaten. Das sind jetzt die 800 Szenarien von gerade eben und noch ein anderer Datensatz, den wir getestet haben. Und wir sehen jetzt hier dieses sogenannte visuelle Filtering. Das heißt, wir können jetzt unsere große Anzahl an Szenarien können wir flexibel filtern. Ich kann jetzt hier zum Beispiel meinen Geschwindigkeitsbereich von Ergebnissen, die mich interessieren, entsprechend anpassen. Und ich sehe, wie alle anderen Ergebnisse sich live verändern. Das ist jetzt ein sehr großer Vorteil für schnelle Einflussanalysen. Ich kann jetzt hier eine Time to Collision wählen, die mich interessiert, oder ich klicke eben, wie hier zu sehen, in das Bremsdiagramm und wähle nur die mit einer weichen Bremsung und einem Ergebniszustand passed aus. Das heißt, ich kann hier aus meinem großen Anzahl an Testresults, die ich hatte, über 800 oder 900, kann ich jetzt nur die, die mich interessieren, weiter mir anschauen, gehe auf die nächste Seite Ergebnisse und dann sehe ich eben hier, das kann ich alles frei anpassen, eine beliebige Anzahl an Plots, eine Movie-Sequenz, wo ich eben nochmal meine Ergebnisse sehen kann und kann hier auch entsprechend meine Daten analysieren. Bei Bedarf kann ich hier auch nochmal nachfiltern, aber ich habe eben den riesigen Vorteil, dass ich mich nicht mit Tausenden von Ergebnissen beschäftigen muss einzeln, sondern ich kann ganz genau intelligent vorfiltern und nur die für mich relevanten Ergebnisse abrufen. Genau, soweit dazu. Ich denke, an der Stelle können wir den Workflow dann nochmal zusammenfassen zum Schluss. Wir möchten nochmal starten. Bei uns startet das Ganze mit dem Coding-Teil hier jetzt an der DevOps-Schleife wieder gezeigt. Das heißt, unser Entwickler, Gabriel GitLab, er pusht seine Funktion eben auf GitHub, er macht seinen Commit und damit nach der initialen Vorbereitungsphase endet für Gabriel GitLab auch schon der Aufwand. Der Rest läuft quasi automatisiert. Das heißt, GitHub triggert automatisch Jenkins. Und im zweiten Schritt, das ist der Build-Step, läuft eben Jenkins auf AWS hier an. Und Jenkins ruft jetzt die aktuellsten Versionen des virtuellen Prototypen, der eben getestet werden soll mit der Funktion, und die aktuellsten Versionen der Modelle, der anderen Teilmodelle, die von anderen Entwicklern bereitgestellt wurden, ab und baut diese eben alle zusammen. Das heißt, die Submodelle werden aus den Datenbanken genommen. Der vorvalidierte virtuelle Prototyp, der fahrdynamisch validiert ist, wird aus der Virtual Prototype Fleet gezogen. Das Ganze wird aufgebaut und die Funktion von dem Entwickler selbst wird entsprechend auch in den virtuellen Prototypen eingebaut. Das heißt, mit diesem virtuellen Prototypen gehen wir jetzt weiter auf die Ausführungsseite, hier im Bild rechts zu sehen. Und auf dieser Seite sind wir dann angekommen, wenn wir auch noch mit den entsprechenden Szenarios, etwa aus Szenario AAA, wie von Raphael gezeigt, oder aber auch von unserer Szenario Database, die Samantha Szenario entsprechend bespielt hat, die Szenarien zusammengestellt haben. Alles steht also zur Ausführung bereit in unserem S3-Bucket auf der Cloud. Und CarMaker wird dann im Deploy-Schritt quasi mit den jeweiligen Docker-Containers in der Linux-Variante ausgeführt. Das heißt, für uns startet dann automatisiert im Hintergrund die parallelisierte Cloud-Execution, sodass wir am Ende die ganzen Ergebnisse verfügbar haben. Diese werden dann automatisiert in unser Result-Management-Tool gepusht, stehen dort in der Datenbank für Reporting auch zur Verfügung. Und das ist auch erst wieder der Schritt, wo Gabriel GitLab sich vielleicht nach einer Benachrichtigung wieder an den Rechner setzen muss oder hat in der Zwischenzeit etwas anderes gemacht und da kann sich dann wunderbar über den Webbrowser seine Ergebnisse angucken. Bei Bedarf natürlich auch noch einzelne herunterladen. Und somit schließt sich der Kreis. Er kann wieder seine Anforderungen verfeinern und in der nächsten Schleife von unserer DevOps-Schleife entsprechend weitermachen. Und so fügen sich auch für uns die einzelnen Puzzlesteinchen des heutigen Open Houses zusammen. Wir haben angefangen mit dem virtuellen Prototypenmanagement, mit dem Modelmanagement entsprechend. Die Szenarien wurden gezeigt, wie denn dieser virtuelle Prototyp noch angereichert werden kann mit Sensoren und weiteren Tools und schließlich das Ganze auf der Cloud dann zur Validierung verwendet werden kann. Und damit möchte ich noch für den Schluss auch noch abgeben.
Ja, vielen Dank, Sami. Vielen Dank auch für die Zusammenfassung. Und mir bleibt da auch gar nicht mehr viel zu sagen, sondern wir sind damit nicht nur auch ans Ende der Session gelangt, sondern auch an das Ende der Live-Vorträge des heutigen Open Houses. Ich möchte aber dennoch das letzte Wort an unseren Chef Steffen Schmidt noch übergeben, der gerne auch noch zwei, drei Sätze sagen möchte.